Husa, Leute! Willkommen zu einem neuen Extra-Part. Ich habe ja damals versprochen, dass ich die Feuerhüterseele auch jetzt hier zurückgeben werde. Wie gesagt, das ist hier mein alter Charakter Gardial Redil. Der ist jetzt Stufe 59 und wie ihr seht, da genug Seelen, um gleich auf Stufe 60 aufzusteigen. Und 160 mache ich natürlich. Aber bevor ich gleich überschwenke zum ja, das ist schön, zur Übergabe der Feuerhüterin-Seele, möchte ich gerade nochmal diese Feuerhüterin-Seele auch mal lesen. Wo ist sie denn jetzt? Na? Okay, es müsste die sein. Ah, ich hatte mal gelesen, dass die sich eigentlich unterscheiden vom Text her. Aber anscheinend steht überall das gleiche immer. Das finde ich tatsächlich ein wenig... Ah, hier, doch, Feuerhüterin-Seele, okay. Seele der Aschemaid, der Feuerhüterin des Feuerbrandschreins. Feuerhüterseelen ziehen Menschlichkeit an. Und im Inneren, unter einer dünnen Hautschicht, wimmelt es nur so von Menschlichkeit. Wurde die Aschemaid ob einer Missetat oder auf eigenem Wunsch in dieses finstere Verlies gesperrt? Naja. Packen wir sie mal zurück, da wo sie hingehört. Und wiederbeleben wir sie. Hier war sie. Genau, Feuerhüterseele zurückgeben. Ja. Feuerhüterseele an Besitz zurückgeben. Wir haben oben schon gehört, das Leuchtfeuer ist wieder dabei. Und da sitzt sie nun. Und wir können diesmal tatsächlich mit ihr reden, was man vorher nicht konnte, weil sie vorher keine Zunge hatte. Thank you. I'm Anastasia of Astora. Now I can continue my duty as a keeper. But I only hope that my impure tongue does not offend. Ihre unreine Zunge. Ja, weil sie hat jetzt durch die Wiederbelebung ihre Zunge zurückbekommen, die sie vorher ja abgeschnitten hatte. Ich weiß nicht, ob sie es selber abgeschnitten hat oder ob sie entfernt wurde von irgendjemandem. Auf jeden Fall hat sie irgendwie gesündigt und hat jetzt halt wieder eine Zunge, damit ist sie nicht ganz zufrieden. Also in ihrem Sinne, also in ihrem eigenen Interesse, hat sie selber gesündigt und hat dann gesagt, okay, ich finde das okay, dass meine Zunge weg ist, aber gucken, reden wir noch weiter mit ihr. Forgive me. I am impure. My tongue never intended for restoration. Please, if you have any hope, leave me be. I wish not to speak. Ich will doch trotzdem weiter mit dir reden. Forgive me. I am impure. My please. Okay, das war's. Also, da seht ihr einfach, ihr ist es einfach selber peinlich, dass sie so ist. Und wie gesagt, ich kann jetzt auch keinen Essensverkommen verstärken, weil es schon plus 7 ist. Sonst hätte ich schon mittlerweile plus 9 und wenn nicht sogar plus 15 vielleicht sogar. Na gut. Dann werdet ihr gerade noch miterleben, weil ich bin gerade lustig, wie ich auf Stufe 60 gehe. Da könnt ihr auch mal ein bisschen meine Stats sehen. Ich glaube, ich habe mich nicht so super ideal geskillt. Das sieht man daran, dass ich hab jetzt mittlerweile Vitalität 50, habe dadurch jetzt 1500 TP. Zauberei ging ich halt nie so groß drauf. Ich hab halt jetzt 12, also dass ich halt 2 Zauberei-Slots habe. An sich ganz nett, da kann ich ein paar böse Wunder reinkloppen, aber ich glaube, dass ich die niemals verwenden werde. Kondition 53 habe ich deswegen so hoch geskillt, weil ich dadurch die Belastung noch weiter erhöhe. Und jetzt kann ich mittlerweile den Havels-Schild und meine ganze komplette Rüstung ohne Havels-Ring tragen, weswegen ich jetzt dadurch halt 2 Ringe tragen kann. Einmal Chlorant-Ring und meistens dann noch den Härtestahlring heißt der Härtestahlring? Auf jeden Fall der Hartstahlring, so hieß der, genau. Der noch zusätzlich noch das Blocken verstärkt. Gut, Stärke ist auf 52, die werde ich jetzt immer weiter steigern, weil meine Waffe basiert ja auf Stärke. Zwar nicht so stark, Attributsbonus D auf Stärke, aber immerhin. Beweglichkeit 27, ja, habe ich auch immer so gesteigert, ein paar Mal wird da wohl nichts groß bringen. Zumindest nicht für die Waffe. Resistenz, ja, damit kann man halt so wunderschön noch ein bisschen die Resistenzen rausholen. Habe ich kaum gesteigert, Intelligenz halt auch nicht wirklich. Und Wille, gut wie auch gar nicht.
Nee, nee. Ich steigere weiterhin Stärke. Wahrscheinlich ab jetzt auf ewig, sodass ich halt irgendwann richtig böse Schaden drin drücke. Ich finde, ich habe genug TP. Könnt jetzt da oben die Leiste sehen. Die ist halt jetzt über die Hälfte des Bildschirms hinaus. Das reicht mir auch erstmal. Und ja, damit bin ich erstmal zufrieden. Beim das nächste Aufsteigen kostet mich ja knapp 180.000 Seelen. Ganz nett, oder? Aber ihr habt ja gesehen, bei Ornstein und Smaug, wo ich jetzt diesmal Ornstein als jetzt gekillt habe, der hat mir, glaube ich, 120.000 Seelen gegeben. Also echt nett. Oder war das sogar noch mehr? Ich weiß es gar nicht. Na gut, das war es auf jeden Fall schon für diesen Extra-Part. Und da folgen noch einige Leute. Alles, was ich halt euch im ersten Playthrough nicht zeigen konnte, versuche ich euch durch Extra-Parts zu zeigen. Gut, Leute. Dann sage ich jetzt Tschüss und bis dann.